Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Let's Play Mass Effect. Und wir müssen heute mal nochmal zurück. Ich bin hier nämlich gerade jetzt gerade falsch. Wir müssen zur Zeus Hope zurück. Und dort die Bewohner vergasen. Keine Sorge, das klingt schlimmer als es ist. Wir wollen sie nicht töten, sondern nur kurzfristig außer Gefecht setzen. So. Fahren wir hier überhaupt richtig? Ja. Wieso haben wir gebrannt? Und was ist mit der Brücke los? War die schon vorher auch so kaputt? Und wieder ein Level up. Perfekt. Können wir in dem Ding überhaupt besiegt werden, habe ich das Gefühl. Wow. So. Da ist doch was. Ein Creeper? Bitte was? Keinerlei Infektion hat das Potenzial, einen Menschen so zu verändern. Das ist ein absolut unbekanntes Phänomen. Wir müssen auf die Kolonisten aufpassen. Die Kolonisten dürfen keinen Schaden nehmen. Auch wenn der Torianer sie zum Angriff auf uns zwingt. Dafür haben wir die Gasgranaten. Befehl verstanden, Commander Shepard. Oh Mann, die sind alle außer Gefecht gesetzt quasi. Was soll denn das? Ist entweder drei Chinesen mit dem Kontrabass oder was? Wow! Wir müssen hier nur vorsichtig durch. Warte mal. Aha. Meine Granate, ne? Antitorianergas, genau. Fällt mir mal gerade ein. Steuerung. Granate ist auf G, das ist schon mal gut. So. Oh Gott. Hä? Hat die den nicht außer Gefecht gesetzt? Was denn das? Was? Die Granaten habe ich doch geworfen und die sind sogar mit dem Ding ausgerüstet. Mit dem Anti-Turianer-Gas. Ah. Schon besser. Gott. So, noch mehr. Was ist denn unsere Aufgabe genau? Verluste gering halten. Kämpfen Sie sich wegen zum Frachter und runter in die Nähe des Nestes frei. Sie können die Creeper des Torianers töten, aber vermeiden Sie Zivilverluste. Ach so. Können die Creeper töten? Ich dachte nämlich, das wären auch Zivilisten. Wollen wir dann nochmal Fahrstück fahren. Oh. Nahkampf, was ist denn nochmal die Nahkampf-Angriffstaste? Ach du Kacke. Ach, das war ganz nah gehen und dann einfach, glaube ich, schießen, ne? Los, los, los! So.
Oh Gott. Schaltet sie aus! Ja, ich habe keine Granaten mehr, das ist super. Ja, ganz nah gehen und dann... Und dann möglichst dafür... Beschützen ganz offensichtlich die Borealis. Wir müssen eines der Frachtmodule beiseite schaffen. Es tut mir leid. Ich mach dich fertig. Ach du meine Güte. Die sind alle so nett, ne? Ich will gar nicht auf die schießen. Weil die als Feind haben. Ich hab einen erschossen. Ein Salarianer, ist das nicht so dramatisch? Creeper auch nicht töten. Okay. Gut. Ja, das wäre halt nämlich schon ziemlich schwer geworden. Das ist die Kransteuerung, Commander Shepard. Beherrschen Sie diese Funktionalität? Okay. Wow. Hanna! Okay, was haben wir hier? Die Steuerung sind zu komplex und zu empfindlich für den Kampf einsetzen. Na wunderbar. Und jetzt? Ich muss doch zum Kran. Ich glaube, der Kampf ist zu Ende, oder? Einen Kolonisten habe ich nur getötet. Wow. Speichern ist beendet. So, ja, der Kampf muss einfach nur zu Ende sein. Ich habe mich gewehrt, aber ich hatte keine Chance. Es war ein unvorstellbarer Schmerz. Ich war doch der Vorsteher. Die Leute haben mir vertraut. Er will, dass ich sie töte. Aber das lasse ich nicht zu. Niemals! Na toll. Faidan. Dieser nette Mensch. Und dann sowas. Abtrünnig plus zwei. Ja gut, weil ich wahrscheinlich einen von den... Einen der Kolonisten getötet habe, denke ich mal. Okay. Eieiei. Okay, wir müssen jetzt diese Kreatur finden und bestimmen, was sie... Was sie... Kila, was ist das? Das ist eine Pflanze? So eine Pflanze habe ich noch nie gesehen. Das könnte problematisch werden. Das ist doch keine Pflanze.
Eindringlinge. Jeder eurer Schritte ist ein Frevel. Tausende Fühler sagen mir, dass euer Fleisch nur für die Fäulnis gut ist. Ich spreche für den alten Trieb, wie ich es auch für Saren tat. Du befindest dich in und vor dem Turianer. Er befiehlt, dass du Ehrfurcht zeigst. Ich schlage ein Geschäft vor. Sie haben Saren etwas gegeben, etwas, das ich brauche. Saren suchte nach Wissen über jene, die fort sind. Der alte Trieb schenkte zum ersten Mal im langen Zyklus einem fleischlichen Gehör. Geschäfte wurden ausgehandelt. Dann begannen die Kalten, das Fleisch zu töten, das den nächsten Zyklus hegte. Das Fleisch wurde freiwillig gegeben. Der alte Trieb entlarvt deine Worte als Lügen. Er wird nicht mehr zuhören. Lassen Sie die Kolonisten frei. Ich werde nicht zulassen, dass Sie Ihre Sklaven behalten. Lassen Sie sie frei. Der Turianer wird nicht länger zuhören. Eure Leben sind kurz, aber dauern schon zu lange an. Euer Blut wird den Boden und den neuen Trieb nähren. Okay. Oh, wow. Wo sind? Ja, Sariko ist so. Was? So, der Turianer. Okay, wir müssen den Turianer töten. Das kleine Ding. Hier drüben, Kommandant. Dieser Verein ist irgendwie anders. Zum Glück haben wir die Experten dabei. Ja, wunderbar. Wo denn? Ach da. Ah. Wow. Ich glaube, das hatte den gewünschten Effekt. Noch ein paar und es ist ernsthaft verwundet. Na wunderbar. Na wunderbar. Das ist ja spaßig. Noch ein Asari-Klon. Mensch. So, Leute, viel Spaß. Tja, ich kann wohl nichts machen, würde ich sagen. Alter, wie viel Schild hat das denn? Wow. Heieiei. Wow. Boah. Oh. Darf ich speichern? Fehlgeschlagen. Scheiße. Leichte Überbrückung. Okay. Perfekt, ein Tornado 5 sogar schon. Okay, können wir aufsleveln? 6 Punkte haben wir, sehr schön. So, was haben wir jetzt nächstes? Elektronik. Ja. Ja, aber 3 Punkte, da kriegt sie alles auf Erste Hilfe. Tali macht natürlich alles auf Dämpfung. So. Ist immer noch viel geschlagen. Oh, da. Das sind so ekelhaft. Ja. Wird zu nah kommen. Wow! Wie kann man die werfen? Und ein weiterer Sariklon. Sehr schön. Ich mag die Fähigkeiten, die wir alle hier besitzen. Und das ist mir viel zu viel. Na, wunderbar. Leute? Jetzt auch.
Eieieiei. Das ist fast schon wieder voll aufgeladen. Das ist nice. Ey. Wow. Ich meine, kann ich tun, ne, wenn wir hier das Megateam sind. Und wieder das nächste E-Klasse. Oh, der hält mehr aus. Oh Gott. Oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott. Und schießen, 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 solange das Ding noch hält. Doch, 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 doch. Das Ding ist ja fast ein Maschinengewehr, so. So Leute, ihr werdet... Wieso geht das denn jetzt nicht? Nein, nein, lähme. Nehme ich auch. Tot? Tot. Na, wunderbar. Ah, das ist ein leichter. Connect, Commander Shepard. Wir sind auf der richtigen Fährte. Okay. Stehen hier immer, ne? Aber machen immer nichts. Richtig gruselig. War. Okay, warte. Eigentlich wollen wir jetzt mit alle nicht mehr verletzt. Oh Gott. Jetzt aber. Überhitzung, na super. Gib doch mal. Kann nicht sein. So, ja. Bei dieser grüne Ekelkacke. Ich befürchte, da hinten ist der nächste. Und der hält ein bisschen was aus. Das ist das, was es am besten kann. Schießen, 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 schießen. Und dabei noch ein bisschen die Krieg kommt, ich krieg. Ist es tot? Ich schätze, ich sollte Ihnen danken, dass Sie mich befreit haben. Alles in Ordnung? Ist alles in Ordnung? Sind Sie verletzt? Es geht mir gut. Jedenfalls wird es das bald wieder. Ich heiße Shiala. Ich diente Matriarchin Benesia. Als sie sich mit Saren verbündete, tat ich es ihr gleich. Benesia hatte die Macht vorhergesehen, die Saren haben würde. Deshalb verbündete sie sich mit ihm, um ihn auf einen sanfteren Weg zu führen. Aber Saren ist überzeugend. So kam Benesia vom Weg ab. Er hat sie ausgetrickst? Wollen Sie damit sagen, dass Saren den Verstand anderer kontrollieren kann? Benesia unterschätzte Saren, so wie ich. Schließlich glaubten wir an seine Sache und seine Ziele. Die Macht seines Einflusses ist beunruhigend. Benesia wollte den Fluss umlenken und wurde fortgespült. Wie ist das möglich? Asari-Materialchen gehören zu den intelligentesten und mächtigsten Wesen der Galaxis. Wie konnte so jemand unter Sarens Kontrolle geraten? Saren hat ein Schiff, ein so riesiges Kriegsschiff, wie sie es noch nie gesehen haben. Ennet a Sovereign. Es kann den Verstand seiner Anhänger dominieren. Sie werden mit Sarens Willen geimpft.
Der Prozess ist subtil, kann Tage oder auch Wochen dauern, aber am Ende ist er unumstößlich. Ich war eine willige Sklavin, als Saren mich in diese Welt brachte. Er brauchte meine Biotik, um mit dem Turianer zu kommunizieren, um seine Geheimnisse zu erfahren. Deshalb opferte Saren mich, um ein Bündnis zwischen ihm und dem Turianer zu stärken. Das ist ja schrecklich. Saren überlegt nicht lange, wenn es darum geht, seine Leute zu Er hat auch recht schnell den Turianer verraten. Als er hatte, was er wollte, befahl er seinen Geht, alle Beweise seiner Existenz zu vernichten. Saren weiß, dass sie die Röhre suchen. Er weiß, dass sie seinen Schritten folgen. Er griff den Turianer an, damit sie den Dechiffrierer nicht bekommen. Und was kann das Ding? Was ist der Dechiffrierer? Und warum brauchte Saren ihn? Der Sender auf Eden Prime hat bei ihnen Visionen hervorgerufen. Aber sie waren undeutlich, verwirrend. Sie waren für einen proteanischen Verstand bestimmt. Um sie vollständig zu begreifen, müssen sie denken wie ein Proteaner. Sie müssen ihre Kultur verstehen, ihre Geschichte, ihre Existenz. Der Turianer war hier lange bevor die Proteaner diese Stadt bauten. Er hat sie beobachtet, sie studiert. Als sie starben, verzehrte er sie. Sie wurden zu einem Teil von ihm. Der Dechiffrierer ist Wissen? Dann hat der Turianer Saren gelehrt, wie ein Proteaner zu denken. Und wie? Der Dechiffrierer ist die Essenz dessen, was es bedeutet, ein Proteaner zu sein. Er kann nicht beschrieben oder erklärt werden. Das wäre so, als würde man einem Wesen ohne Augen Farben beschreiben wollen. Um ihn zu verstehen, benötigen sie Zugang zu den Erinnerungen der hiesigen Vorfahren. Eine Zeitspanne, die tausende Generationen von Proteanern umfasst. Ich spürte diese Erinnerungen der Vorfahren, den Dechiffrierer, als ich mit dem Bewusstsein des Turianers verschmolz. Unsere Identitäten verschmolzen, unsere Geister verwoben sich. Ein solches Wissen kann nicht gelehrt werden, es existiert einfach. Aber es muss doch einen Weg geben. Ich brauche dieses Wissen, um Saren aufzuhalten. Es gibt einen Weg. Ich kann das Wissen meines Verstandes in den Ihren übertragen, wie ich es schon bei Saren tat. Versuchen Sie sich zu entspannen, Commander. Atmen Sie langsam und gleichmäßig. Lassen Sie Ihre physische Hülle gehen. Greifen Sie nach den Fäden, die uns miteinander verbinden. Jede Aktion schickt kleine Wellen durch die Galaxis. Jede Idee muss einen anderen Verstand berühren, um zu leben. Jedes Gefühl muss einen anderen Geist berühren. Wir sind alle miteinander verbunden. Alle lebendigen Wesen sind in einer einzigen, herrlichen Existenz vereint. Öffnen Sie sich dem Universum, Commander. Umarmen Sie die Ewigkeit. Ich habe ihnen den Dechiffrierer gegeben, so wie er Saren gegeben wurde. Die Erinnerungen der proteanischen Vorfahren sind jetzt ein Teil von ihnen. Was war das? Ist alles in Ordnung bei Ihnen, Commander Shepard? Keine Angst, geht schon. Ich habe etwas gesehen. Es ergab immer noch keinen Sinn. Ihnen wurde ein großes Geschenk gewährt. Die Erfahrung eines gesamten Volkes. Ihr Verstand wird etwas Zeit brauchen, um diese Informationen zu verarbeiten. Wir sollten zum Schiff zurückkehren, wo man sie beobachten kann. Es tut mir leid, wenn Sie Schmerzen hatten, aber es gab keinen anderen Weg. Sie brauchten den Dechiffrierer. Bald wird er Ihnen helfen, die Vision von dem Sender zu verstehen. Die Sovereign. Erzählen Sie mir mehr über Sarens Schiff. Die Sovereign ist fremdartig. Ich weiß nicht, wie sie erbaut wurde oder woher sie kam. Ihre Bauweise ähnelt keiner, die von anderen Spezies bekannt ist. Sie stellt jedes andere Schiff in der Zitadelle oder der Allianzflotte in den Schatten. Ihre Waffen sind vernichtend und ihre Abwehrvorrichtungen buchstäblich undurchdringlich. Dank ihr hält Saren sich für unaufhaltsam. Sie kontrolliert den Verstand? Sie sagten, Saren verwende sie, um seine Anhänger zu manipulieren. Die Indoktrination. Die Sovereign ist von einer Art Energie umgeben, zu der man sich hingezogen fühlt. Durch sie werden Sarens Argumente umso überzeugender, verlockender. Wer zu viel Zeit in der Gegenwart der Sovereign verbringt,
wird sich selbst aufgeben. Ich kann es nicht anders erklären. Was soll ich mit ihnen machen? Da sie jetzt von dem Torianer befreit sind, was planen sie da als nächstes? Wenn sie erlauben, werde ich hier bei den Kolonisten bleiben. Sie haben fürchterlich gelitten und ich war an ihrem Leiden beteiligt. Ich würde gern Wiedergutmachung leisten. Sehr ehrenwert. Die Kolonisten werden alle Hilfe brauchen, die sie bekommen können. Sie werden froh sein, sie an ihrer Seite zu haben. Danke, Commander. Möge das Schicksal ihnen immer gewogen sein. Sie haben es geschafft. Da der Torianer weg ist, können wir alles wieder aufbauen. Und wir sind Exogeni los. Wir sind wieder nur eine kleine, abgelegene Kolonie. Danke, Commander. Jo. Ich wollte eigentlich noch gerne die andere Dialogoption, aber das ist nicht weiter schlimm. Wir haben dafür gesorgt, dass diese Kolonie wieder zum Leben erweckt wird, quasi. Und ja, die meisten Leute haben... Es wird einige Zeit brauchen, bis alles hier wieder normal läuft. Haben ja tatsächlich überlebt. Also können wir jetzt wieder aufs Schiff zurück. Auf die Normandy. Und dort quasi alles machen, alles weitermachen. So, das wollte ich sagen. Alles machen. Alles machen können wir da auch, ja, aber meist bringt uns halt nichts. Gut. Wir haben jetzt also den proteanischen Verstand. Wir haben den Torianer besiegt. Kein Problem. Lange waren wir nicht mehr auf diesem Schiff. Oh, jetzt schon 4-5 Folgen, ne, glaube ich. Bereithalten, Landungstrupp. Dekontamination aktiv. Commander? Sie wirken so blass. Leiden Sie unter den Nachwirkungen der Dechiffrierung? Mir geht's gut. Es braucht nur eine Weile, bis die Dechiffrierung wirkt. Ich kann Ihnen vielleicht helfen. Ich besitze große Fachkenntnisse über die Proteaner. Wenn ich jetzt unser beider Bewusstsein verbinden würde, können wir vielleicht einige Bilder deuten. Gerne. Tun Sie es, aber beeilen Sie sich. Wir haben nicht viel Zeit. Entspannen Sie sich, Commander. Umarmen Sie die Ewigkeit. Nicht angreifen. All die Zeit, all meine Forschung. Ich hätte nie gedacht, dass... Tut mir leid. Diese Bilder waren so real. Ich hätte nicht gedacht, dass diese Erfahrung so intensiv wäre. Sie haben einen bemerkenswert starken Willen, Commander. Was Sie durchgemacht und gesehen haben, hätte jemanden mit schwächerem Willen vernichtet. Was heißt das? Kommen Sie zum Punkt. Was haben Sie gesehen? Der Sender auf Eden Prime muss stark beschädigt gewesen sein. Es fehlen große Teile der Vision. Die Daten, die dem Commander übertragen wurden, sind unvollständig. Nicht zu gebrauchen? Sind Sie sicher, dass darin kein Hinweis enthalten war? Irgendetwas, das wir übersehen haben? Sie wissen schon alles, was ich gesehen habe. Sie hatten recht bezüglich der Reaper. Die Proteaner wurden von einem bewusstseinsfähigen Maschinenvolk ausgelöscht. Offensichtlich gibt es einen Zusammenhang zwischen den Reapern, dem Verschwinden der Proteaner und der Röhre. Aber ich habe nichts Bestimmtes gesehen, das uns helfen könnte. Und jetzt? Was machen wir jetzt? Im Grunde habe ich ja die in ihren Visionen enthaltenen Daten lesen können. Zumindest das, was da war. Aber etwas fehlte eben. Saren muss die fehlenden Informationen haben. Vielleicht hat er einen anderen Sender gefunden. Wenn wir die fehlenden Daten der Vision finden könnten, dann... Oh... Tut mir leid. Diese Verbindung ist sehr... anstrengend. Ich sollte mich auf die Krankenstation begeben und mich etwas hinlegen. Alles in Ordnung? Dr. Chakwas sollte Sie besser untersuchen. Das ist nicht nötig. Ich brauche nur etwas Ruhe. Etwas Stille. Nur zu. Wir sind hier fertig. Wegtreten. Ich habe den Bericht über Pharos gesendet, Commander. Soll ich Sie zum Rat durchstellen? Ja. Stellen Sie die Verbindung her, Joker. Ich baue den Link jetzt auf, Commander. Commander. Exogeni hätte uns von dem Torianer erzählen sollen.
Dann hätten sie es wesentlich einfacher gehabt. Nur schade, dass sie ihn nicht für Studienzwecke gefangen nehmen konnten, anstatt ihn zu vernichten. Ja, es war besser so. Der Torianer kontrollierte die Gedanken seiner Umwelt. Er hätte jeden, der ihn hätte untersuchen wollen, genauso kontrolliert. Vielleicht hatten sie gut daran, so zu handeln. Immerhin konnten sie die Kolonie retten. Aber natürlich wurde sie gerettet. Shepard würde so ziemlich alles in Kauf nehmen, um eine menschliche Kolonie zu retten. Ich hätte auch einer torianischen Kolonie geholfen. Das hatte nichts damit zu tun, dass es Menschen waren. Diese Leute brauchten einfach Hilfe. Bewundernswert. Aber manchmal müssen Spectres auch brutale Entscheidungen treffen. Ich hoffe, dass sie dazu fähig sind, wenn es darauf ankommt. Leben Sie wohl, Commander. Wir warten dann auf Ihren nächsten Bericht. Und ich würde sagen, bis zur nächsten Folge.